herzlich willkommen zu einer neuen, ach nee, der ersten Folge von Let's Play Skydragon hier auf der PlayStation 4. Ich zeige euch heute Contrast. Wollen wir auch direkt mal raufgehen. Eines der neuen Arcade-Games mit PlayStation Plus umsonst. Hihi. So. Ich habe auch schon reingezockt. Aber ich werde, glaube ich, für euch neue Spiel machen. So. Da geht es um eine Frau, die verschwindet in den Schatten. Und mit der muss man einem kleinen Mädchen helfen. Dieses kleine Mädchen will ihren Eltern helfen. Und ja, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt. Es ist leider auf Englisch mit deutschem Untertitel. Interagieren. Ah, das Licht ist ausgeschaltet. Jetzt doch nicht. Ja, die Menschen, die sieht man nicht, da wir nur in ihrer Einbildung leben. Und für die Menschen sind wir ja auch unsichtbar. Dieses Mädchen ist auf jeden Fall Didi. Und wir sind eine unsichtbare Person. So wie man es selber immer gemacht hat als Kind. Eltern raus und wieder aufstehen. Naja, durchs Fenster gesprungen, eher weniger. Was haben wir da? Da glitzert so. Ah, Sammelobjekte. Ein Kinderbild. Natürlich mit uns drauf. So. Oh, hängen geblieben. Springen wir mal hinterher. Okay. R2, ja, das weiß ich ja. So, jetzt sind wir im Schatten. Eine tolle Schattenfrau. Dadurch können wir uns bewegen zu anderen Objekten. Jetzt sollen wir den Karren dahin schieben, damit sie vom Dach runterspringen kann. Das ist natürlich auch gar nicht gefährlich, ne? Ach so, stimmt. Die benutzt ja im Bettlaken. Auf jeden Fall muss ich mich entschuldigen, dass die Kameragrafik nicht so gut ist. Ich weiß nämlich noch gar nicht, ob ich das wirklich weitermache. Da leuchtet das. Ach ja, eine Lampe. Okay. So. Oh. Da ging es wohl irgendwo weiter. So, jetzt wird uns der Weg wieder vereinfacht. Einfach in den Schatten rein. Oh.
Da war kein Schatten. Wieder rein. Oh, drüber. Oh. Ich glaube, ich bin zu weit gesprungen. Müsste jetzt unten. Nee, hat er nicht genommen. Cool. Gucken. In dem Raum ist nichts mehr, oder? Nee. Erster Akt. Die unsichtbare Freundin. Ich glaube, ich bin schon mittendrin, ne? So, da oben sehen wir eine von diesen Lichtkugeln, die wir sammeln müssen. Hier beginnt der Schatten. Lassen wir uns doch einfach mal darüber fahren. So, ja, hier geht es nicht weiter. Ich probiere mal was aus. Das funktioniert. Ah, da, ich hab's. Verdammt. Diesmal aber. Oh nein. Oh, ich bin doof. So, jetzt bin ich aber rüber. So, die habe ich auch eingesammelt. Gucken wir. Da leuchtet's. Gehen wir doch mal dahin. Noch ein Sammelobjekt. Was ich gesehen habe, ist, hier gibt es sehr, sehr, sehr viele Sammelobjekte. Guck, und hier haben wir schon wieder eins. Ah, ich muss sagen, das Spiel ist echt cool gemacht. Wer auf sowas steht. Ich bin also eine Akrobatin. Naja, aber im Zirkus gehe ich jetzt nicht. So. Ah, von da kommen wir. Okay. Gehen wir einfach hier rein. So. Hier leuchtet es auch. Oh, das musste ich auch gleich machen. Ich muss die Scheinwerfer ausrichten. Das größer machen war ich jetzt nicht. Das war es von automatisch. Den auch noch. Jetzt fehlt ja nur noch die Mitte. Was echt cool ist, ist halt, hier stehen eigentlich Leute. Der Trompetenmann. Und hier. Was das sein soll, weiß ich auch nicht so ganz. Der hat auf jeden Fall irgendwie einen Stock oder ein Schwert oder was das sein soll. Oh. Ups. So. Ich trete dem Typ jetzt einfach mal auf den Kopf. So. Interagieren. Und wieder ein Sammelobjekt. So, bevor wir das jetzt machen, gucken wir hier mal weiter, ob hier noch irgendwas ist. Treppenhaus. Heißt, ich hätte hier auch ganz einfach hochkommen können, indem ich einfach die Treppen hochgegangen wäre. Interagieren. Ein Sammelobjekt. Ach nee. Von innen drinne wäre ich gar nicht reingekommen. Habe ich gerade gesehen. War schon richtig, wie ich es gemacht habe. Ja, mal gucken. Ich muss hier eine Lichtkugel einsetzen. Also, die Lichtkugeln sind sehr wichtig in dem Spiel, scheint es. So, da ist noch ein Typ aufgetaucht, der natürlich nicht auf der Bühne steht. Jetzt auch noch eine Frau aufgetaucht, die sich da auf dem Klavier regelt.
Und ein Ständchen singt die uns natürlich auch. Und natürlich ist da echt gar keiner. Es waren nur die Schatten. Er mit seinem Schwert oder Stock oder was das sein soll. Auf jeden Fall muss die Frau unbedingt dicke Titten haben. Das ist doch klar. Sonst würde das Spiel auch keiner holen. Oder spielen. Sonst würden das wahrscheinlich nur Kinder spielen. Aber ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist. Schatten sind eher nicht mein Fall. Unsichtbare Personen sind gerade durch den Vorhang gegangen. Gut, in Ordnung. Natürlich, da leuchtet's. Dann denke ich mal, dass wir da lang müssen. So. Die belauscht erstmal fett ihre Eltern. Der Vater wurde rausgeschmissen. Das ist auch schön. Ja. Richtige schöne Familienstory. So wie bei RTL. Familien im Brennpunkt und so. Hat er ihr noch ihre Zimmernummer, die Zimmernummer von ihm gegeben? Na, mal sehen. Vielleicht sehen wir ja, dass sie noch dahin geht. Die Tochter will mit ihrem Vater reden. Cool. Akt 1. Von allen Kaschemmen der Welt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, im Treppenhaus. Jetzt geht's hier auch raus. Gehe den Gang hier einfach mal weiter. So, da ist die Kleine ja wieder. Die hat, glaube ich, für jedes Tor einen Schlüssel. Ich bin sehr stark, Kreisdrücken, um schwache Hindernisse zu zerbrechen. Oh. Ha, die hat auch noch Special-Fähigkeiten. Geht's direkt. Oh, doch nicht weiter. Kommt noch ein Video. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier lang. Nee, darf ich nicht. Okay, dann folgen wir mal eben Daddy wieder. Da ist doch schon wieder ein Objekt. Das werde ich mir gleich erstmal holen. Schon was Witziges, wenn Schatten sich unterhalten.
So, ich werde mir jetzt noch merken, da oben müssen wir rein. Ich werde mir jetzt noch das Objekt holen. Und dann werde ich im nächsten Video höchstwahrscheinlich wieder da sein. Ich sage erstmal Tschüss für diese Aufnahme.